Servus zusammen. Im heutigen Video darf ich euch was Neues vorstellen in unserem YouTube-Studio. Und zwar haben wir ein kleines Paket bekommen von Blankton Plus. Und was da drin ist, zeige ich euch jetzt. Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken. Sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Ihr seht, das Paket ist schon offen. Das hat einen Grund, da wir ein kleines Unboxing auf Instagram gemacht haben. Das heißt, falls ihr auf dem Laufenden sein wollt, was bei uns wirklich live jetzt passiert, solltet ihr uns da folgen, denn da erfahrt ihr alles, was bei uns los ist und was wir machen. Ich mache eigentlich so gut wie jeden Tag Stories über das Laufende bei uns. Kleine Werbung für mich zwischendurch. Aber jetzt schauen wir mal da rein, was da drinnen ist. Und ich zeige es euch. So, was ich immer ganz cool finde, wenn wir mit jemand zusammenarbeiten und in dem Paket nicht nur was für unsere Tiere ist, sondern auch was für uns. Und ihr wisst, mir gefällt sowas, ich feiere sowas. Und die Burschen sind so, dass sie auch was für uns dabei haben. Und zwar zum Beispiel da eine schöne Tasse. So schaut das gute Ding aus. Habt ihr ein oder andere vielleicht schon gesehen, denn diese Tasse war sogar schon in Verwendung in unserem letzten Livestream. So. Und da ist es vielleicht schon im einen oder anderen aufgefallen, dass die mit da drinnen war. Dann ist mit dabei ein Handtuch. Handtücher bei uns Aquarienliebhaber oder Terrarienliebhaber sind immer geil, denn es gibt keinen Tag, wo meine Hände nicht nass sind. Und so hat man auch noch ein bisschen Spaß dabei, wenn man natürlich weiß, von wem das Ganze kommt. Dann kommen wir mal zum Wichtigen. Und zwar haben sie uns zwei Produkte geschickt, denn wir haben das so geplant. Und zwar haben wir mehrere Produkte und wir hoffen, dass wir so gut wie alle euch irgendwann vorstellen können. Aber als allererstes wollten wir jetzt mal starten mit einem Starterpaket für Aquarien, Meerwasserbecken, die ihr neu startet. Und deswegen sind da spezielle Produkte für den Start drinnen. Als allererstes mal Starterbakterien. Schaut so aus. Und als zweites natürlich Phytoplankton. Einmal so abgefüllt. Gibt es nämlich in zwei verschiedenen Größen. Einmal in 1 Liter ist das, glaube ich, oder? Habe ich da zum im Instagram schon gesucht. Ja, 1 Liter. Und was natürlich für denjenigen ist, der das Ganze auf Vorrat daheim haben will oder für so Freaks wie uns, wo größere Aquarien daheim hat, ist es immer sinnvoll, sowas natürlich gleich in größeren Mengen zu kaufen, da man erstens was auf Vorrat dabei hat und meistens ist das Ganze sogar noch ein bisschen billiger. Und zwar sind das Ganze 5 Liter. Und wir werden auf jeden Fall euch alle Produkte vorstellen, die wir jetzt da haben. Aber in diesem Video heute mit diesem Unboxing wird es als allererstes um die Starterbakterien gehen. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Als allererstes mal vorweg, alle Mittel von Blankton Plus sind zu 100% made in Germany. Das will ich schon mal voraussagen, denn durch das ist das Ganze natürlich um einiges umweltfreundlicher, denn es wird von nirgendwo her verschifft oder hat große Transportwege, sondern es wird wirklich in Germany produziert. Das nächste ist, was ich mittlerweile gelernt habe, dass die ganze Welt von deutschen Herstellern Aquarienmittel bezieht, da wir Deutschen, ich zähle uns mal unter mich damit dazu, einfach in sowas Perfektionisten sind. Und ich glaube, das ist so die größte Werbung, was man überhaupt sagen kann. Deswegen sind wir stolz, dass wir solche Firmen in unserer Gegend haben, die da richtig Gas geben. So, und zwar geht es jetzt um die Starterbakterien. Das sind 500 Milliliter.
Und das ist eine speziell entwickelte Bakterienmischung, die beschleunigt und perfektioniert den Start im Meer und im Süßwasser. Ich möchte immer ein bisschen was dazu sagen, kurz. Und zwar, wir kennen uns alle Aquarianer. Wir haben zwar ein sehr, sehr gemütliches und entspannendes Hobby, aber wenn es um den Start geht, möchte doch jeder schauen, dass er so schnell wie möglich seine Tiere einsetzen kann. Und genau für sowas ist dieses Produkt perfekt. Und durch die spezielle Bakterienmischung entsteht ein biologischer Prozess, und zwar die Nitrifikation nennt man das Ganze. Und zwar entfernt es Ammonium, Ammoniak und Nitrit. Und das Ganze ist noch zu 100% natürlich ohne Chemie. Und das finde ich in einem Tierbereich, wo wir arbeiten, wirklich genial. Ich habe euch ja gerade erzählt, dass es ohne Chemie ist, und dann denkst du sicher der eine oder andere, wie funktioniert das Ganze? Was ist da drinnen? Und zwar sind da lebende Kaltwasserbakterien drinnen, die sorgen für einen natürlichen Sauerstoffwechsel. Und dadurch wird der Prozess eben in Gang gebracht. Und der eine oder andere fragt sich sicher, warum ohne Chemie und wie soll es dann funktionieren? Und zwar kann ich euch das sagen, da sind lebende Kaltwasserbakterien drinnen und die sorgen eben für einen natürlichen Stoffwechsel in eurem Aquarium. Und das ist dann schon wirklich genial, wenn eben wirklich lebende Bakterien in euer Becken kommen, positive, und euch helfen, das Ganze zum Starten. Bei einem Neustart braucht ihr 10 ml auf 100 Liter Wasser täglich. Und beim Wasserwechsel oder wenn ihr neue Fische in euer Becken einsetzt, einmalig 10 ml auf 100 Liter Wasser. Und noch ein kleiner Tipp nebenbei oder mehrere Tipps. Und zwar, wenn ihr in eurem Aquarium einen KH von 8 habt, dann beschleunigt ihr die Nitrifikation. Und was noch ganz wichtig ist, der nächste Tipp, wenn ihr das dosiert in eurem Aquarium, dann solltet ihr auf jeden Fall Ozon und UV für 12 bis 24 Stunden ausschalten. Und da ist immer wichtig, das Ganze nicht vergessen, danach wieder einzuschalten, weil da gibt es so einige unter uns, die das dann verplanen. Zeige es da auf keinen. Und ich habe zum Beispiel einen Tipp mir so gemacht, ich lasse meinen Unterschrank so lange offen, bis ich alles wieder eingeschalten habe. Das heißt, so kann ich das Ganze gar nicht erst vergessen. Ihr könnt das Ganze kombinieren mit dem Bacto-Mix. Vielleicht kriegen wir das mal zum euch vorstellen. Schauen wir mal, was in der Zukunft so noch passieren wird. Und wenn ihr das Ganze geöffnet habt, bitte im Kühlschrank lagern, dann hebt das Ganze auch so, dass ihr es lang verbrauchen könnt. Und zu unserem und eurem Glück haben wir heute Vormittag bei diesem Becken und dem anderen Becken einen kleinen Wasserwechsel gemacht. Natürlich nicht geplant. Und deswegen können wir das Ganze jetzt gemeinsam dosieren. Wir brauchen bei unserem Nanobecken ca. 8 ml. Wenn ihr das Ganze aufmacht, ja, meine Frau schimpft mich schon wieder, muss zerschütteln, ist oben eine Sicherheitsfolie, nur dass ihr dran denkt. Das heißt, ich bin immer so, ich vergiss das, schüttel dann und denk mal dann, warum kommt da nichts raus? Und ich bin da irgendwie der Freund, ich weiß nicht warum, mit so schütteln und dann sofort in den Messbecher geben, und deswegen mache ich das immer zuerst auf. Es steht sogar auf dem Deckel oben drauf, nicht vergessen, bitte schütteln. Es ist da alles perfekt beschrieben, mit Milliliteranzahl. So, machen wir das Ganze wieder zu. Sollen wir einen Geruchstest machen für euch? Besser nicht dran riechen, Tipp von mir. Und bei uns ist ganz fein, im kleinen Nanobecken haben wir auch keine Ozon- oder UV-Anlage, das heißt, wir können auch nichts vergessen. Perfekt. So, das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, liken, teilen, abonnieren, denn die nächsten Videos kommen auf jeden Fall und dann werdet ihr auch benachrichtigt. Wir werden euch die ganzen Sachen unten im Link verlinken. Das heißt, immer runterscrollen, anschauen und bis zum nächsten Mal.